English. A little bit. My fault. No. Police control. Okay. This way. Yep. What are we going to do? Huomenta, tämä on ihan tavallinen suomalainen rutiinitarkastus. Do you speak German? Sind Sie Deutsch? Ja. Ach so, bitte machen Sie dazu. Woher kommen Sie? Aus Lübeck. Aus Lübeck. So. Und wie lange bleiben Sie hier in Finnland? 4 Wochen. Bitte, wem gehört diese Tasche da? Gut. Sie gehört ja? Hier. Ich möchte das sehen. Bitte, können Sie aussteigen, bitte? Okay. Ja, Sie auch bitte. Kommen Sie her. Ja. Okay. Bitte. Bitte schön. Kommen Sie bitte her. Katsossa sitä jo. Darf ich bitte Ihre Papiere sehen? Haben Sie Passe? Okay. Bitte schön. Das ist der. Haben Sie keinen Passe? Ich habe auch einen Diplomatenpass, aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Wunderbar. Aber Sie können nicht mit. Ich habe ihn nicht gefunden zu Hause. Aber Sie sind durch Zoll gekommen? Ja, wir sind nicht kontrolliert worden, aber ich habe auch kein Problem gehabt. Haben Sie etwas anderes, Alkohol? Nein. Bitte können Sie Kofferraum Ich bin Diplomat. Entschuldigung. Ganz ruhig. Ja. Ich finde es dumm und ich will das ganz cool machen. Okay. Ganz cool. Dann, was ist hier? Gut, haben Sie das? Ach so. Tun Sie bitte das auf. Ich sag jetzt gar nichts. Haben Sie jetzt mehr? Ja, ich habe noch eine. Aber was? Ich wollte mit dir eine Party feiern. Jetzt machen wir das Beste draus. Ist das möglich? Sie sind. Ja. Ja, wir sind nicht. Haben Sie das nicht gesagt? Nein. Warum nicht? Weil wir gedacht haben, wir. Weil wir sind auch nicht gefragt worden. Haben Sie noch mehr? Was ist das? Oh. Eine Teekanne. Thermo. Ach so. Teeflasche. Und was ist da drin? Trinken Sie. Ja. Ich war jetzt 15 Mal in Finnland. So ach, 15 Mal, ja. So unfreundlich bin ich an dem Abend. Ach so. Jetzt bitte. Das ist kein Tenorwert. Du bist so falsch. Himmel, das ist Schnaps für uns. Ja, das ist Alkohol. Hab ich nicht gewusst. Er hat es nicht gewusst. So, ja. Nun, ja. Das ist bitte. Was machen wir? Ich schütte ihn doch nicht. Ach, bitte. Warten Sie mal nun, ja. Bitte. Ja, ja. Ruhe hier. Ja, ja. Ich muss ein bisschen ja, mit der Zentrale. Funken, ja. Jetzt haben Sie die Steigung. Okay. Bleiben Sie bitte hier. Ganz in der Ruhe. So, jetzt. Pass dabei. Und da muss man den ja, sagen. Ne, ich weiß aber, was du für ein nervöses Hemd bist. Und dann, ich habe so eine schöne Überraschung geplant. Wenn wir da ankommen, da kommen Leute und dann feiern wir. Und dann wollte ich was haben. Ja, ich war ja auch nicht frei. Ach, das ist doch scheiße. Du warst frei. Ich habe gesagt, ich kann Alkohol. Und jetzt tun wir doch hier ein Alkohol-Ding. Das ist doch Riegel. Das habe ich ja nicht für die Dauer des Urlaubs mitgenommen, sondern ja, wirklich nur für die Begrüßung. Mach mal eine Party. Was soll schon eine Party mit so einem Scheiß? Ja, das war, sollte halt eine Überraschung sein. Sie haben gestern Geburtstag gehabt. Ja. Und wir wollten weiter feiern, wenn wir ankommen. Das er wusste es ja, nicht. Okay. Sie sind ja ein Politiker. Jetzt schießt er mit mir. Ja. Sie haben recht. Ich muss das nur sagen, das Gesetz in Finnland, das ist sehr, sehr streng mit dieser Sache, Alkoholsache.
und das ist nun eine schlimme Sache. Sie haben zu viel Alkohol, Sie haben das nicht kontrolliert. Das ist 14.000 Mark, Strafe oder einen Tag Gefängnis. So können Sie wählen. Was möchten Sie machen? Das mit Scheck? Nein, das geht nicht. Das wird in Cash. Also erst für einen Tag im Gefängnis. Ja. Ihnen können Sie eher doch Diplomaten schicken. Ja, das natürlich. Sie können ja natürlich gehen, aber Sie haben keinen Pass. Und Sie sind Diplomat, ja. Ich muss das noch einmal fragen, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Okay, wir warten. Ausrechnung mit Alkohol, wo du der Oberalkoholer bist. Also, ich da immer höre auf. Ich würde nie so gerade als Arbeitsminister darfst du sowas nicht leisten. Das war ja nicht abzusehen. Es gibt ja eine Möglichkeit. Sie könnten das durch Sozialdienst machen. Wenn Sie die beide das machen, das dauert nur 2 Stunden. Dann können wir Zeit und Geld sparen. Dann können wir Zeit und Geld sparen. Das er macht das. Moment mal, bitte. Entschuldigung. Was macht ihr denn da? Hey, guck mal, wir machen jetzt schon Arbeitsdienst. Vielleicht möchten Sie unser Auto putzen, ja. Waschen, ja. Nee. Das ist wirklich. Ja, gut. Moment mal, ich muss das die Tür zumachen. Na, ist doch spitze, ne? Irgendwie sind Sie doch nett, findest du nicht? Irgendwie sind Sie doch nett. Hast du schon mal ausgedrückt, was für dich gilt? Entschuldigung, bitte. Lass mich hier. Ich habe gestern 60 Jahre Geburtstag. Da wollte meine Frau, habe ich nicht gewusst, eine Party in der Hütte, zu der wir 15 Mal waren, feiern. Da hat sie Alkohol mitgenommen. Das war's. Ich habe nicht gewusst. Aber das ist gewusst. Nicht ihre Schuld. Wird, ne? Ah, ja, aber ich du schimpfst doch dauernd mit mir hier. Ja. Du schimpfst doch dauernd mit mir. Was ist das? Ja, Auto waschen. Er hat gesagt, das ist falsch gemacht. Ich darf das nicht machen. Ja. So, dass, Entschuldigung, aber... Ari Benzi Nicola. Im Land der tausend Seen kann man schnell baden gehen. April. Ja, schon Ich bin ein Volksschauspieler.